Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Aladdin von Bears Gaming. Ich bin Barney und war gerade in der Höhle, die aus dem Kerker des Palastes führt. Genau, und Abu hat sich einen Diamanten unter den Nagel gerissen und deswegen stürzt jetzt diese Höhle ein. Das weiß ich noch von früher. Und man muss jetzt mit diesem Teppich irgendwie da rausfliegen. Und das ist ein riesen Scheiß. Aber hilft ja nichts. Wir starten. Genau. Kaum hat Abu das Kleinod berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ich glaube, am Anfang fliegt man noch nicht gleich. Man läuft erst. Ja, genau. Ah, die Mies. Das war so schwer. Ich bin so oft gestorben früher als Kind. Ja, der Stein kommt hoch und geht dann mit unter. Das heißt, man kann nicht drauf stehen bleiben, denn der verschwindet dann. Ja, genau. Ach so! Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, das macht die Mission dann natürlich noch besser, dass ich mich nicht sehe, wenn ich... Ich dachte, sobald man in 1000 Grad heiße Lava fliegt, war es das. Aber anscheinend hat Aladdin sich irgendeine Salbe aufgetragen, die vor Hitze schützt. Und er ist deshalb... Gott, ich bin doch echt zu blöd dafür. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn? Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch kacke. Ich weiß immer... Ich sterbe immer an der gleichen Stelle, Leute. Und diesmal sterbe ich hier, so wie es aussieht. Oh, da bin ich. Das ist echt doof, dass ich... Wie komme ich denn an diesen Kristall? Egal, ich will nicht noch ein Leben verlieren. Ihr werdet es wohl nie rausfinden, genauso wenig wie ich, was diese roten Diamanten am Ende für einen Nutzen haben. Aber sorry, ich kann nicht noch mehr... Das geht's doch nicht, ich bin echt... Ich bin zu blöd, um über Lava zu springen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, da... War jetzt aber auch echt fies. Achso, ich muss ja da rüber. Okay. Den kann man ja noch mitnehmen hier. Also... Ich mag das Level echt nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Wie soll man das denn schaffen? Es ist ja... Es ist ja jetzt nicht so, dass ich total miserabel gesprungen bin. Da kommen zwei und ich glaube, da kommt man... Ah doch, man kommt auf einen Zug drüber. Hier gibt's wieder ein Skarabäus in Gelee. Ach, das gibt's. Hey! Wieso gibt's hier nicht den. Mango. Dann kommt er jetzt bestimmt hier raus. Natürlich, an irgendeiner blöden Stelle, wo es fast unmöglich ist, ihn dann zu bekommen. Ja, das war ja klar. Ja, ich krieg's natürlich auch nicht hin. Ich versuch's. Stopp! Oder ich sterb. Ich hab sogar das Ding noch gesammelt. Oha! Oha! Wo bin ich? Wo bin ich? Da springe ich mal besser auf. Oh. Mann, ist das Action geladen hier, das Ganze. Oh oh, oh oh, oh oh. Nachher ist nur noch in Genies Wunderlampe.
Das weiß ich auch noch. Das ist auch mega schwierig. Weil da auch jeder Schritt stürzt man dann runter. Oh, oh, das war schlecht. Oh, puh. Das war echt knapp. Ja, er tut mega cool, hat aber 3 Leben verloren. Genie, bitte, gib mir irgendwas, wo ich was mit anfangen kann. Ey, dass ich da diesen Skarabäus und dass das noch geklappt hat, das war Wahnsinn. Genie? Ah! Naja, es gibt wieder ein Continue. Das ist zumindest immer noch besser, als wenn du bloß so ein Herz bekommst. Ja, schade. Mich hätte es echt interessiert, was passiert, wenn man auf... Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Man darf nirgends anstoßen. Man muss vor diesen Wellen ausweichen bekommen. Vor den Steinen muss man ausweichen. Das war echt ziemlich schwierig, das Level. Vor allem wird es nachher noch viel enger, wo man hier durchfahren muss. Und man stirbt einfach direkt schon, also wenn man irgendwas berührt. Ja, jetzt wird es nämlich, ob oben oder unten, man stirbt auf jeden Fall. Einfach so schwierig. Man startet immer von ganz vorne. Ja, wie gesagt, das Level, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Es hat mich zur Weißglut gebracht. Ich bin 100.000 Mal gestorben. Kann eben auch nicht so weit zurückfliegen, weil sonst holt einen hier die Welle ein. Oh, ich hab's geschafft, mit einem Level zu verlieren. Ich fasse es ja selber nicht. Aber, ja, okay, ich habe wieder nur 3 Diamanten gesammelt. Ich weiß gar nicht, wo immer... Wie viele sind denn das? 10? Wo soll man denn 10 so Diamanten finden? Okay, jetzt dort habe ich echt viele ausgelassen. Naja, egal, Level 3 ist beendet und damit beenden wir auch Part 3 des Let's Plays und sehen uns mit Level 4 zu einem weiteren Teil zurück. Bis später, dann morgen, wann auch immer. Wir sehen uns, ciao!